Mensch, ich bin richtig aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt. Zum einen, weil jetzt was ganz Tolles kommt, nämlich unser, ja schon seit dem ganzen Tag, seit dem ganzen Wochenende haben wir den erwartet, unseren geheimnisvollen Star, der hier jetzt gleich bei uns sein wird. Ihr werdet vielleicht schon im Bildschirm das Fragezeichen sehen. Und hinter diesem Fragezeichen ist jemand zu uns gekommen und der sitzt da sogar schon hinter diesem Fragezeichen. Und ich sage euch nicht zu viel, der sitzt sogar hier bei uns in der Redaktion in der Gemeinde Ense, vor dem Laptop. Und ja, ich glaube, es ist so langsam an der Zeit. Wir haben euch genug auf die Folter gespannt. Wir wollen natürlich wissen, wer das jetzt ist, ne? Aber vorneweg nochmal möchte ich euch natürlich zum Live-Launch nochmal hier begrüßen. Wir sind bald durch mit unseren 2 Tagen, aber die App gibt es immer noch im App Store und im Play Store. Die könnt ihr da runterladen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr es schon gemacht habt, über eine Bewertung, wenn ihr das machen könntet. Und ihr könnt die App nutzen. Und bestimmt wird auch unser geheimnisvoller Star irgendwann mal in einer Podcast-Folge zu Gast sein. Ja, und jetzt ist es, glaube ich, soweit, denke ich. Jetzt gucken wir doch mal, wer das so ist. Aber also, ihr seht ganz viele von unseren Mitarbeitern hier auch in der Runde. Meint ihr, sollen wir, ist soweit, ne? Ja, ich denke, es ist soweit. Wir machen das auch gebührend. Ich hab mir überlegt, wir nehmen da einfach mal so die passende Musik dazu. Sollen wir so ein bisschen auch, wir haben jetzt alle darauf gewartet, ne? Die ganzen Lopodio-Fans haben sich überlegt, Mensch, wer ist denn das, der da um 17 Uhr zu uns kommt und zu Lopodio kommt? Und ich kann euch sagen, ich habe ihn am Anfang seiner Karriere kennengelernt, habe ihn immer mal wieder in seiner Karriere getroffen und muss sagen, er ist ein sehr sympathischer, authentischer Mensch. Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und dass wir uns gut verstehen und dass wir uns mögen und das war toll. Er hat sogar mal Platz 5 in den deutschen Charts geschafft, müsst ihr euch vorstellen. Er war mal bei Frauentausch und hat Michaela Schäfer als Frau dann gehabt. Kann man jetzt so oder so sehen, ne? Ob das ein Vor- oder Nachteil ist. Für mich ist er eine TV- und Musiklegende, soweit würde ich gehen. Ja, und ich glaube, wir freuen uns gleich alle, wenn hinter diesem Fragezeichen, was wir da gerade auf dem Bildschirm sehen, jetzt gleich die Figur, das Gesicht des Menschen zu sehen ist. Wir heißen ihn, es ist ein ihn. Herzlich willkommen hier zum Lopodio Lounge. Wer ist es? Schäfer Heinrich! Hallo zusammen, Hi, ihr Heinrich! Lieben. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich bei euch sein darf. War dir die Musik zu episch, Heinrich, oder ging? Ja, super, alles gut. Ja, du siehst hier übrigens, die Mitarbeiter von uns von Lopodio sind auch hier im Raum. Wir haben auch noch einige geladene Gäste da. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir haben ein bisschen ja an der Hörerschaft und unter der Facebook-Zuschauerschaft gesagt, wir haben einen geheimnisvollen Gast heute und das warst du. Ja, danke. Toll, dass du da bist. Du hattest gestern noch einen Fernsehdreh, ne? Richtig. Fernsehdreh mit, ja, war quasi eine Überraschung mit einer Kindersängerin. Die macht das seit ein paar Jahren erst, mit Kinderlieder singt die und dann wollte die mich mal besuchen. Und dann sagte, soll man nicht mal Kinderlieder ein bisschen was singen? Da habe ich dann natürlich auch Schäfchen zählen gesungen. Denn, ja, und RTL hat das aufgenommen. Das wird morgen Abend 18 Uhr ausgestrahlt. Also morgen Abend 18 Uhr RTL schauen und dann kann man das im Grunde sich anschauen, was ihr da gestern aufgezeichnet habt. Ja, Ja. aber Heinrich, du bist ja auch häufiger im Fernsehen, ne? Also immer noch sehr präsent, ne? Ja, ist ja auch schön so. Das ist es. Mehr ist aber im Moment durch die Corona-Krise nicht zu machen. Ne? Ja, ich wollte gerade Online oder streamen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe heute mit den Mitarbeitern mal gesprochen. Wir hatten ja eine legendäre Situation zusammen, wo wir am Paderborner Flughafen festgesessen haben, zusammen, wo wir beiden nach Mallorca mit der Irina zusammenfliegen wollten, zu einem Auftritt von dir und da ist der Blitz in den Terminal eingeschlagen. Kannst du dich da eigentlich noch dran erinnern? Du warst an dem Abend ziemlich müde. Ja, es ist schon lange her, aber soeben kommen jetzt die Erinnerungen. Ja, sicher, genau, da wollten wir was machen und da konnten wir nicht mehr fliegen. So war es. Es hat sich dann hinterher erledigt. Was ist sonst so bei dir im Moment los? Ja, was ist sonst so los bei mir? Ja, die Lämmer kommen jetzt. Der meiste ein Teil ist da, aber weniger wie sonstige Jahre, weil durch den heißen Sommer haben die Schafe auch nicht so in der Zeit gebockt. Und jetzt kommen die Lämmer verzögert. Ich bin ja immer Wird noch, aber so circa 100.
bei dem Schäfer-Slang muss ich immer noch überlegen, was du meinst. Gebockt. Gebockt, also gedeckt. Also ja, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ne? Also, ist ja ganz normal alles. Hör mal, normale Weg, ne? Ist auf jeden Fall schön, dass du aus Erwitte den Weg zu uns nach Ense gefunden hast. Bist du eigentlich schon mal hier in Ense-Sievering gewesen? Kann mich gar nicht erinnern. Bin vielleicht schon mal durchgekommen oder so, aber in Ense ist ja auch der Schäferkollege, der Ernst Brinkmann aus Bittingen. Ja, da waren wir auch schon mal mit den Kindern. Den gibt es, aber da der ist auch berühmt wie du, aber vielleicht wird das ja noch. Die machen ja auch ein bisschen mehr, die sind ja auch auf Stände, auf Märkte vertreten und so, mit ihren Wollsachen und so, die sie da anbieten und Schafsfälle. Ja, wir wollen ja hoffen, dass du bald auch wieder in Mallorca bist oder auf Mallorca bist mit deinen Songs. Siehst du da ein Licht am Ende des Tunnels? Ich weiß es nicht, aber ich befürchte mal, dieses Jahr wird er sich auf Mallorca auch nicht viel tun. Ja, das ist natürlich im Moment so ein bisschen eine schwierige Situation. Aber ich muss auch nicht alleine übrigens die Fragen stellen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dürft ihr gerne, liebes Team, auch eine Frage stellen. Ich weiß nämlich, Heinrich, dass wir hier einige heimliche Fans haben von dir hier in unserer Redaktion. Die waren alle begeistert, als sie gehört haben, wer da kommt. Wirklich? Ja, tatsächlich. Also ich habe das eben wirklich ernst gemeint, als wir beiden uns kennengelernt haben. Das war gerade, als mit Bauer sucht Frau die Geschichte war und als es gerade losging. Das war wirklich so, wir haben uns da echt, fand ich jetzt, also vielleicht sagst du was, nee, aber ich fand es toll und von daher war jedes Wort, was ich eben gesagt habe, ernst gemeint. Thomas. Jo, hallo, Heinrich. Hallo. Ich habe mehrere Fragen, aber ich bleibe jetzt erstmal bei einer der wichtigsten, weil die von meiner Oma kommen. Meine Oma ist großer Fan. Wir mussten mal, als wir durch Erwitte gefahren sind, wollte sie unbedingt sehen, wo du wohnst. Und dann sind wir da in den Hof gefahren und sie hat sich aber nicht getraut zu klingeln. Sie war ein bisschen schüchtern. Vielleicht kannst du einmal Oma Edeltraut grüßen und sie möchte wissen, wie viele Schäfchen du gerade hast und ob das mehr oder weniger geworden ist in den letzten Monaten und Jahren. Ja. Hallo, liebe Edeltraut, ich grüße dich. Schön, alles Gute, bleib gesund. Vielleicht sehen wir uns doch nochmal persönlich. Und wie viele Schäfchen hast du? Die Mutterschaftszahl ist so geblieben, so um die 300. Und der Kleine habe ich zurzeit so 100, 130. Oh, soll ich nicht. Müssen noch welche geboren werden, ja. Weil ein Teil, einige hatten im Sommer schon immer zur Welt gebracht. Die kommen natürlich jetzt denn nicht mehr. Und dann ist denn durch den heißen Sommer diese Verzögerung auch da. Andrea. Ja, ich habe natürlich auch 1000 Fragen, möchte aber auch einmal sagen, hallo und herzlich willkommen, Heinrich. Schön, dass du bei uns bist hier bei Lopodio. Ja, hallo, lieber Andrea. Und ich habe die Frage, ich kenne natürlich deine Musik, ja? Ja. Aber welche Musik hörst du denn ganz besonders gerne? Und wann sind so Situationen, wann du diese Musik dann hörst? Meistens, wenn ich mal unterwegs bin, mit dem Trecker fahre, bin am Heuwenden oder so, dann höre ich dann was die Musik. Bis jetzt habe ich ja immer nur das andere gehört. Aber jetzt, lieber Heinrich, du darfst ruhig Hellweg Radio sagen. Darf ich ruhig Hellweg Radio sagen, ja. Du hast Hellweg gerade gehört. Und das ist ja, hör mal, ich dachte eher, dass du vielleicht so einen Star oder so selber toll findest, ne? Weil so, wenn man selber Musik macht, hat man vielleicht irgendwelche Vorbilder oder du findest Tina Turner total gut oder sowas und ja, drehst die dann auf dem Trecker laut auf. Von den Kolleginnen und so hört man auch die Lieder gerne, Kolleginnen und Kollegen. Das, wenn man in der Schiene, bin ich jetzt so reingerutscht, dann mag man die eben halt. Hast du eigentlich, also hättest du jemals gedacht, dass du mal Musik machst? Also, oder war das, also du hast ja damals, glaube ich, schon mal gesagt, das ist irgendwie so gekommen, aber... Genau, dass ich das so weit ausgebreitet hätte, hätte ich niemals im Traum nicht dran geglaubt. Aber es ist ja auch schön gewesen, dass es jetzt so weit gekommen ist. Nur man stellt sich jetzt die Frage, geht es wirklich irgendwann noch mal weiter? Das weiß man ja nicht. Das wünschen wir uns alle. Dass das weitergeht. Wie stehen denn die Chancen, dass wir von dir nochmal einen neuen Song kriegen? Ist da irgendwas in Planung oder ist mehr so im Moment TV-Karriere-Promotion angesagt? Nee, sind welche in Planung. Dieses Jahr sind noch zwei Songs in Planung. Und das vom letzten Jahr, das ist ja jetzt noch raus. Das ist ja ohne Wurst und ohne Speck hat das Leben keinen Zweck.
Ja, das war korrekt. Ja. Haben wir Veganer unter uns? Nein. Doch einen, aber der ist nur als Gast da. Ist egal. Na, Heinrich, hör mal. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, weil wir von Lopodio, wir sind ja neu. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, aber wir von Lopodio sind neu und wir möchten dir alle, auch ich glaube vom ganzen Team, für dein Vertrauen danken, dass du am Sonntagnachmittag hier zu uns gekommen bist und mit uns hier dieses Pläuschen hältst. Zu unserer neuen Podcast-App übrigens, die ist natürlich kostenlos für alle Nutzer. Du hast ja eben auch schon auf dein Handy geguckt, wolltest sie schon direkt installieren, das können wir jetzt gleich nach dem Gespräch machen. Ja. Freut mich sehr. Und wir bedanken uns wirklich ganz herzlich bei dir, dass du unser geheimnisvoller Star warst, lieber Heinrich. Ja, Dankeschön. Und die anderen Kollegen haben auch noch eine Frage, oder wie sieht das aus? Oh, genau, wie sieht es denn da aus? Ines? Genau, ich habe auch noch eine Frage. Hallo Heinrich, ich freue mich, dich kennenzulernen endlich mal, weil ich schon so viel von dir gehört habe. Und als du eben gesagt hast, wie viele Schafe du hast, wollte ich fragen, ob du auch ein Lieblingsschaf hast und das vielleicht sogar einen Namen hat. Ja, ich hab auch ein Lieblingsschaf dabei, ein Lockschaf. Schnucki, Schnucki, mein Lieblingsschaf, Schnucki. Schnucki? Warum gerade das? Ja, das kommt dann immer angelaufen, habe ich mal mit der Flasche auch großgezogen und dann hat sich das so entwickelt, dass das immer bei mir ist. Oder wenn ich mit der Herde dann vorausgehe, dann ist das immer nah bei mir. Das klingt aber sehr schön. Johanna. Ja, hallo Heinrich, schön dich zu sehen. Auch wenn es nur online digital gerade ist, schön, dass du da bist. Sag mal, hast du bei deinem vollen Terminkalender mit der Landwirtschaft, mit den Schafen und eigentlich ja auch mit den Auftritten, hast du da Zeit zu entspannen? Und wenn ja, wo entspannst du im Kreis so? Wo sind so deine Fleckchen, wo du mal so richtig runterkommen kannst? Ja, wenn ich mal so richtig runterkommen kann. Im Moment ist ja nichts möglich durch die Krise. Aber wenn das mal, ja, bin ich gerne mal so in der Bad Sassendorf oder so hingegangen zum Eisessen oder in Soest oder hier und da mal ins Restaurant. Aber sonst bin ich am Möhnesee mal gegangen. Aber die Zeit, im Moment wäre die Zeit ja da, aber man kann ja nirgendwo los. Ne? Das stimmt natürlich. Weil keine Auftritte sind. Und ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, Malle oder Erwitte? Malle oder Erwitte? Für einen Tag oder so? Für immer. Boah, Johanna. Für immer. Oh, das ist aber jetzt eine krasse Frage. Nee, für immer nicht nach Mallorca. Nein. Also doch, zu Hause ist am schönsten. Ja. Der Kreis Soest ist am schönsten, das hören wir doch. Es gibt ja auch so viele schöne Stellen hier im Kreis Soest oder überall, ne? Möhnesee, Willingen oder überall, je nachdem. Thomas. Ja, ich habe nochmal eine Frage. Ich kenne den Tobi ganz gut, der auch ein Kollege von dir ist, Lotus Blume, wir kennen ihn. Ja. Und der hat mir, glaube ich, mal erzählt, dass ihr auf Mallorca so eine Art WG habt oder so eine Wohnung. Kannst du mal erzählen, wie lebt ihr da? Kocht ihr da dann auch zusammen oder wie ist das? Nee, wir haben so ein Apartment für Künstler. Und ja, Tobi ist auch im selben Management jetzt drin, wo ich jetzt bin, bei Extreme Sound. Und ja, wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Und er ist ja Zahnarzt. Und dann teilen wir uns schon mal die Zimmer oder so. Und man begegnet sich dann mal oder man hat ja einen Schlüssel von dem Apartment. Und also kommt man eigentlich mit den Kolleginnen und Kollegen ganz gut aus. Normalerweise. Also Maria Zimmermann ist auch schon dabei in der Wohnung, oder? Ja. Normalerweise versteht man sich mit dem Zahnarzt ja nicht so gut. Also. Nee. In der Regel. Aber er wollte mir immer schon mal auch mal einen Zahn ziehen, sagt er. Ich habe es bei ihm noch nicht geschafft. Ist vielleicht auch nichts Erstrebenswertes, weiß ich nicht. Wir wollten mal eine Geschichte machen, eine Story, aber bis jetzt hat sich das auch noch nicht so ergeben. Ja gut, Heinrich, vielen, vielen Dank nochmal. Eben habe ich schon gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du unser geheimnisvoller Star warst. Und ich glaube, es hat auch viele jetzt da draußen gefreut, dass du hier warst. Dankeschön und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag. Ja? Dankeschön. Das wünsche ich euch auch. Vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal alle persönlich und können dann zusammen einen trinken. Ja, das wäre doch gut. So sieht's aus. Das machen wir. Jawohl. Okay. Ciao. Tschüss.